Weglaufen ist wahrscheinlich die einzige Chance. Nicht persönlich gemeint. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Wow, TP plus 1. Das denke ich doch, dass du das wirst. Tja. Ob ich mich jetzt hier einfach... Da vorne geht's noch weiter? Ja, dann haue ich mir einfach mal das gute Menschenfleisch in den Hals. Genau. Und die Tür ist natürlich verschlossen. Das ist ganz klar. Hier gibt es aber auch nichts, wo ich weiterkomme. Was ist denn das? Oder ist das da vorne eine Tür? Könnte sein. Nuka-Cola richtet... Ah, da vorne ist eine Tür. Ha! Hätte man ja eher sehen können. Hätte ich mir das Ganze ersparen können. Jetzt einen leckeren Kaffee. Okay. Schließmechanismus. Aber ich habe da nur eine Kaffeemaschine bedient. Ja, wie geil ist das denn? Wer macht denn sowas? Wer baut denn sowas, bitte? Da legt jemand auf jeden Fall extrem viel Wert auf Privatsphäre. Boah, ist das übertrieben. Hölle, sag ich nur, Hölle. Ich bin hier, um... Ach, niederträchtige Ameisterin. Du hast vielleicht Mut, in mein Allerheiligstes einzudringen. Ziemlich tapfer für ein rückgratloses Insekt. Keinen Schritt weiter. Jetzt ist es an der Zeit, Gerechtigkeit walten zu lassen und deine ruchlosen Pläne ein für alle Mal zu vereiteln. Feier! Aber... Aber, na toll. Warum bin ich denn schon wieder tot? Aber er hat mich ja als A-Meisterin bezeichnet. Wahrscheinlich kann er den Unterschied in der Kleidung gar nicht feststellen. Vielleicht soll ich das Kostüm mir einfach ablegen. Vielleicht kann ich dann nämlich mit dem Typen ganz gut, ganz normal reden. Das wäre ja eigentlich auch ganz geil. Dieses Schloss ist einfach der Hammer. Gute Arbeit.
Sie haben die Ameisterin besiegt und ihren Anzug mitgebracht, damit wir die letzten Spuren ihrer Niederträchtigkeit vernichten können. Geben Sie ihn mir, und ich werde dafür sorgen, dass niemand mehr den Mantel der schändlichen Ameisterin anlegt, um Böses zu tun. Aber meine Schutzrüstung. Oh. Würde mich... Naja, toll. Weiß ich auch nicht. Kann ich speichern? Keine Angst. Tja, was mache ich jetzt? Ich habe irgendwie Angst, dass ich wieder hier auf die Fresse kriege, wenn ich jetzt irgendwie... Moment, reden wir erstmal darüber, was Sie getan haben. Wieso wollen Sie den Anzug haben? Gute Frage. Soll ich ihn etwa liegen lassen, bis jemand anders ihn findet? Der Bedrohung durch die Ameisterin muss ein für alle Mal ein Ende gemacht werden. Ich kann nicht zulassen, dass sie all das bedroht, was den Menschen wichtig ist. Auch könnten andere finstere Seelen versuchen, ihr Erbe anzutreten. Ja, keine Angst wegen dem Anzug. Es gibt da draußen ganz andere Gefahren. Mal schauen, vielleicht kann er damit überredet werden. Ich will den eigentlich nicht hergeben. Sehr gut gesprochen, treuer Bürger. Er würde mich bei meinem Kampf gegen das Böse in der Tat nur behindern. Ich muss jetzt zurück zu meinen Robotern. Canterbury mag sicher sein, aber ich muss meine Aufmerksamkeit jetzt auch auf den Rest des Ödlands richten. Auch wenn es die Ameisterin nicht mehr gibt, ist die Welt vor weiteren Bedrohungen nicht sicher. Der Mechanist muss stets bereit sein. Naja. So habe ich wenigstens... Komme ich hier schnell raus? Das wäre auch ganz geil. Ja, Bürger? So, okay. Komme ich schnell raus. Da habe ich jetzt wahrscheinlich dem Mechaniker-Dude hier extrem dabei geholfen, seine Weltherrschaftspläne zu verwirklichen. Tja. Finde ich das gut? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt gehen wir einfach die Quest abgeben. Oder halt, sobald es dann Tag ist. Bin gespannt, was es für eine Belohnung gibt. Hoffentlich irgendwas Cooles. Wer läuft denn hier in der Gegend rum? Na klar. Ich behalte sie im Auge. Warum denn? Neu in der Stadt, was? Naja, ich bin Dominic de la Sadro. Willkommen in Canterbury Commons. Ignorieren Sie einfach die Idioten in den Kostümen. Hier in der Stadt treiben die Leute gerne Handel, hören sich Rose Gequassel an und setzen Diebe in anonymen Gräbern bei. Die Diebe sind uns schon vor langer Zeit ausgegangen. Habe selbst dafür gesorgt. Ist also eine vergessene Kunst. Es sei denn, Sie wollen etwas stehlen. Okay, keine Sorge, ich will nichts stehlen. Jawohl. Scheint ein guter Plan zu sein. So werden die Händler bei Laune gehalten. Und Machete und ich können Munition sparen. Machete? Aha. Was kann er denn über Canterbury Commons sagen? Canterbury ist eine gute Stadt. Roe hat an diesem Ort gute Arbeit geleistet. Niemand kann die alltäglichen Dinge so meistern wie er. Aber bei den großen Dingen braucht er etwas Hilfe. Und da komme ich ins Spiel. Genau, was heißt hier die großen Sachen? Was zählt, sind Leben und Tod. Die Jagd auf Diebe, der Schutz vor den Raiders, die kurzsichtig oder dumm genug sind, um anzugreifen, und so weiter. Zu den großen Dingen gehört im Prinzip alles, was man nicht durch Reden lösen kann. Verstehen Sie mich nicht falsch. Man kann vieles so lösen. Okay, ja, das reicht. Wenn Sie mit Ihren Fragen fertig sind, gibt es sicher was, das ich für Sie beobachten könnte.
Ich behalte sie im Auge. Okay, der kann mir auch nicht so viel erzählen. Ro ist gerade pennen. Vielleicht kann ich ihn hier zu Hause abgreifen. Wer ist das? Onkel Ro. Bei dieser ganzen Kämpferei bin ich nie dazu gekommen, Sie offiziell in der Stadt willkommen zu heißen, nicht wahr? Willkommen in Canterbury Commons, der Heimat von Händlern, Karawanenreisenden und tollen Schnäppchen. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Alles rein geschäftlich. Welche Typen sind im Angebot? Hier draußen gibt es nur wenig zu lachen. Was steht denn an? Weder noch, ich bin nur auf der Durchreise, Ro. Oh, ich will mal wissen, was es schön ist, was es noch so gibt, was ansteht. Die meisten Karawanen, die hier durchkommen, wollen sich nur ein paar Tage ausruhen und sich den Magen vollschlagen. Im Restaurant haben wir gutes Essen und versuchen, eine gemütliche und friedliche Atmosphäre zu schaffen. Natürlich nur, soweit das auch möglich ist. Okay, ich habe mich um beide gekümmert. Es wird keine weiteren Straßenkriege mehr geben. Jawohl. Das ist großartig. Sie haben Canterbury in der Tat gerettet. Und im Gegensatz zu Mechanisten, ohne die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Gut, ich denke, das hier ist die vereinbarte Belohnung für Ihre ausgezeichneten Dienste. Dazu ein kleiner Bonus als besonderes Dankeschön. Sehr geil, 400 Kronkorken. Und 360 EP. Bis bald. Und bringen Sie mehr Kronkorken mit. Sehr gut. Das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. Jetzt kann ich das wieder anlegen. Jawohl, schön. Hier meine Rüstung. Und Aufgaben. Jetzt ist die Frage, Galaxy News Radio, ich habe leider nicht mehr Orte, ich könnte jetzt quasi bloß gucken, wo wir als nächstes hingehen könnten. Höhle von Rock Creek. Was gab's da? Weiß ich gerade gar nicht. Und in Oasis, Polizeihauptquartier. Das Problem ist ja ein bisschen, dass ich erstmal Munition bräuchte. Okay, reisen wir einfach nach Megaton. Da. Hallo. Du hast ganz schön komische Haare. Genau. Megaton. Bisschen Altmetall verkaufen gehen. Und die Supplies. Aber es ist mitten in der Nacht. Ja? Was darf denn sein? Also bekomme ich dort sowieso gerade nichts. Da wäre es wahrscheinlich günstiger, auch wenn ich mir anschaue, wie viel TP ich habe, einfach eine Runde pennen zu gehen. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Genau. Guten Abend. Was? Ich hätte gern einen kleinen Witz. Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Schade. Oh, der war echt gut. Natürlich, natürlich. Nur. Jawohl, nur nicht aufhalten lassen. Ein Bett. Ich brauche ein Bett. Keine Ahnung, wie lange möchte ich schlafen? 8 Stunden. Ein neuer Morgen. Oder Mittag. Oder was auch immer. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack.